Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei LS22, unserer Challenge auf der Deutschlandkarte mit dem Füßi und der Skadi zusammen. Hallo. Hello. So, wie sieht's aus? Neue Woche, neues Glück. Wir sind live. Das sind wir übrigens jeden Mittwoch um ca. 19.30 Uhr. Fangen wir an mit Stream. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Dann machen wir das Projekt nämlich live auf Twitch. Und immer Dienstag und Samstag gibt's dann eine Folge bei mir. Geschnitten mit den anderen zwei Larven mit drin. Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Und ja, ich würde sagen, auf geht's, oder? Larven? Larven? Kennst du das Wort nicht? Doch, ich kenne Larven. Ich kenne, ja, doch. Ich bin eine Larve. Du bist eine Larve. Wir sind ausgewachsene Wespen und stechen dich jetzt gleich. Wie so crazy, weißt du, was ich gedacht habe? Wir sind Schmetterlinge. Okay. Wir sind wunderschöne Schmetterlinge, mein Freund. Du, meine junge Fräulein, meine junge Dame, ne? Du bist vielleicht ein Schmetterling, aber der, wo ist er hin? Der ist nur eine fette Raupe hier, die vielleicht mal ein Schmetterling werden will. Ich dachte, er war jetzt eine Larve. Ja, eine dicke Larve, meine ich doch. Kennst du den Disney-Film? Der doch in seinen Kokon steckt. Guck, jetzt fängt er mal einen Satz an und ich unterbreche ihn immer. Jetzt fährt er schon wieder hoch langsam. Halt die Klappe! Kennst du den Film von Disney Ends? Ja, habe ich nicht gesehen. Da gibt es auch diese dicke Raupe, die sich nachher verpuppt und dann einfach so aussehen bleibt, aber kleine Flügel hat. Ja, das wärst du. Du wärst so ein Schmetterling. Du wärst so ein Schmetterling, der schlüpft und einfach mal aussieht wie eine Raupe, weil er keine Flügel hat. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Die hat doch noch so einen österreichischen Akzent. Ich bin ein wunderschöner Schmetterling. Weil die einen österreichischen Akzent, das ist ja nämlich. Das ist natürlich witzig. Ja. So, wo waren wir stehen geblieben? Ich bin mir nicht mehr sicher. Was haben wir gemacht, Schönes? Was wollten wir machen? Ich glaube, ich habe Rasen gemäht. Ja, spannend auf jeden Fall. Auf jeden Fall spannend. Wir haben Holz gemacht und, oh, unsere Wiesen sind erntereif? Nee, das oder? Ist gut. Aber doch nicht im zweiten Wachstumsstadium? Oh, lol! Die sind ausgewachsen. Ja. Das sind schon Schmetterlinge. Die sind wirklich ausgewachsen. Das ist ja der Wahnsinn. Warte mal, sind die denn durch? Wiesi, wo läufst du hin? Ich wollte zum Holz machen. Warte mal, haben wir hier oben noch gar nichts? Ich bin gerade spaßhalber einfach hinterher. Ach so. Ich dachte, wir laufen jetzt zu irgendeinem super tollen, krassen Spot oder so. Ist jetzt was voll Tolles, wo du hinläufst. Ach so, ne, ich gehe nur zum Sägewerk. Ja, bis jetzt auch nur Wiesen. So, genau. Ja, dann können wir ja theoretisch mähen. Jetzt ist ja die Frage, was wollen wir sonst noch machen? Was wollen wir auch mit unserer Kohle machen, ne? Das ist ja auch noch so ein Ding. Wir haben ja 33.000 auf dem Konto und, es kam ja der Ansatz, wir sollen uns endlich einen zweiten Schlepper einen dritten Schlepper kaufen. Oder Schafe. Oder halt einfach Schafe. Oder wir bauen noch zwei Gewächshäuser. Oder. Ich weiß es nicht. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch. Ich habe übrigens noch was Neues, was wir nehmen könnten. Also können wir auch Geld mit verdienen. Oh, erzähl mal. Jetzt bin ich Solaranlagen. Was? Nur die falsche Karte dafür. Was hat er gesagt? Solaranlagen. Was? Solaranlagen. Ja. Solaranlagen. Wieso, wieso falsche Karte? Weil wir das hier nicht haben. Achso. Du hast was, mit dem wir Geld verdienen können, aber wir können es nicht machen, weil wir auf der falschen Karte sind? Ja, warte. Vielleicht brauchen wir nur eine Mod. Ja, nee, das bringt nichts. Ah, okay. Ja, hä? Was gibt denn das aber für einen Sinn? Was wäre denn, wenn wir ein zweites Fahrsilo bauen? Das haben ja auch schon einige geschrieben. Was hat denn das gekostet überhaupt? Du Schwanger, was sollen wir denn mit dem zweiten? Ja, das können wir befüllen, während das andere gärt, du Larve. Du König der Larven. Oberlarve. Bist du eine richtige Larve? Eine Oberlarve bist du. Oberlarve? Weißt du, was du bist? Cheflarve. Laberlarve bist du. Du bist eine Laberlarve, Alter. Du bist eine Laberlarve, eine richtige Laberlarve. Also ich muss aber auch sagen, wenn Freezy die Oberlarve ist, dann hätte ich auch eher gesagt, Tino, bist du die Laberlarve. Also schon, ne? Ich bin gar keine Laberlarve. Ja, nee? Sicher. Du bist keine Laberlarve. Sondern? Ich bin der Schwätzer. Du weißt wohl nicht, was ein Schwätzer ist. Das ein Schwätzer ist einer, der Scheiße erzählt. Ja. Ein Schwätzer, der dumm Zeug labert. Wer labert ein dumm Zeug den ganzen Tag von uns beiden? Du? Ey, sag mal, hörst du wolltest dich auf der Gamescom tätowieren lassen? Oh, damit tätowieren, dann werden Tattoo machen. Alles nur heiße Luft. Ständig höre ich nur heiße Luft aus deinem Mund. Ey, Digga, hättest du das bezahlt? Ja. Hättest du gar nicht. Dir wird das sogar angeboten, dass du es bezahlt bekommst. Von wem? Von deiner Mutter.
Die Klappe. Nein, aber du hättest den Schwabbler oder irgendjemand hat ja doch gesagt, er gibt dir die Zeit, die 50 Euro. Das waren doch keine 50 Euro. 50 Euro hätte ich selbst bezahlt. Oh ja, dann wäre es ja aber in dem Sinn nur noch 70 gewesen. Dann hättest du dir die dreckige Nadel von dem Gamescom-Stand endlich in den Arm rammen lassen können. Ja, das war mein nächstes Ding, Alter. Ich bin ein Puppe, Alter. Du bist eine Pussy, ja, ich bin eine Pussy. So, wie sieht's denn aus? Wollen wir uns ein Frontbewerk holen oder nicht? Oder wie ist das jetzt? Wollen wir uns einen weiteren Schlepper holen? Ich kaufe jetzt einen Traktor. Alles, was du jetzt sagst, sage ich nein. Und alles, was Skadi sagt, sage ich ja. Okay, okay. Wir haben dieses Projekt ursprünglich mal demokratisch angefangen. Ursprünglich. Wir haben hier noch nie ich würde es gerne. Stimmt. Ich würde. Du laberst schon wieder! Das ist ein Schwätzer! Alles haben wir. Oh, wir haben Chat, alles. Bitte, ich will das haben. Stimmt mal dafür ab. Oh. Nee, da steige ich nicht drauf ein. Ich sag auch nichts dazu, weil mir kocht. Auf jeden Fall wollen wir uns einen AcroStar 661 kaufen. Ja oder nein? Gadi zuerst. Oder wir machen jetzt drei was und lassen die Community abstimmen. Oder drei neue Gewächshäuser. Oder, was ist das dritte? Ein Mähwerk und zwei Gewächshäuser. Ein Mähwerk und zwei Gewächshäuser. Also Mähwerk und zwei zwei Gewächshäuser, ein Frontmähwerk oder einen neuen Traktor. Wäre mein Vorschlag. Habt ihr noch Vorschläge? Schafe. Ich bin auch für Schafe. Gut, wir gucken, was der Schafstall kostet. Schafe. 26.000, dann könnten wir uns könnten wir uns 15 Schafe haben. Ich gebe zu bedenken, dass wir dann aber auch noch keine Schafe gekauft haben für diese 26.000. Ja, aber wir haben ja dann noch Geld übrig. Wie kann man so konzeptlos in so einem... Chat, wisst ihr jetzt, warum ich die 0-Euro-Challenge im Singleplayer mache? Jetzt mal Real Talk, warum ich das in einem Singleplayer mache? Das macht doch keinen Sinn. Ich gebe drei gute Vorschläge, was kommt? Schafe. Je ernst jetzt. Mal was hast du denn gegen Schafe? Nix, aber wir haben kein Geld für Schafe. Ja doch, da sind 33.000 auf dem Konto. Wir haben gerade festgestellt, Geld ist dafür schon da. Okay, vierte Option, Schafe. Was wäre noch? Gibt's noch einen Vorschlag? Gut, soweit, Abstimmung. Ich mache eine Abstimmung im Chat. Stopp, ich bin noch nicht so weit. Ich mache jetzt. Ich muss ja auch erst schreiben. Ja, aber dann musst du das nochmal wiederholen. Wofür Geld ausgeben? Punkt 1, Gewächshäuser. Punkt 2, was war Punkt 2? Traktor. Punkt 3, Mähwerk. Punkt 4, Schafe. So, 2 Minuten. Nee, mach mal 1 Minute. 1 Minute Zeit. Warte doch mal. Ja. So, gut. 3, 2, 1, Abstimmung läuft. Ihr könnt oben im Chat reinhasseln, Leute, und könnt einmal an der Abstimmung teilnehmen. So, was kam bei euch raus? Okay, willst du haben? Ja, hast es fertig. Ja. Na gut, dann hau raus. 75% Schafe. Gut, Skadi? 73% Schafe. Super, dann haben wir es ja, dann ist das ja perfekt gelaufen. Und wir können einen Schafstall bauen. Aber dürft ihr bauen. Den Schummel nicht. Nein. Ist ja egal, was bei mir ist. Ja doch. Nein, ist aber doch egal. Wollen wir das schon? Nee, ist doch egal. Ich wette, da kamen auch Schafe. Natürlich kamen da auch Schafe. Aber die Prozentzahl ist interessant. Ja, die Prozentzahl ist nicht ganz so geisteskrank wie bei euch, weil meine Zuschauer nicht ganz so verloren sind wahrscheinlich. Oh, was denn? Habe ich Peter beleidigt? Nee, aber das muss nicht. So, 45. Na, dann baut einen Schafstall und holt Schafe. Nee, das darfst du machen. Wir sind hier gerade voll im Business. Ja, ich fange jetzt nämlich an zu mähen. Wir brauchen nämlich jetzt Futter für die Schafe. Genau so sieht's nämlich aus. Sag mal ehrlich, Chat. Also seid mal ehrlich, Chat. Ich meine, ihr seid mal ganz ehrlich. Ich kann das so nicht mehr. Also wir bauen jetzt Schafe, ist alles kein Thema. Ich bin auch cool damit, überhaupt kein Ding, ne? Aber ey, ihr tut so, als ey, ich bin cool mit den Schafen. Alles entspannt. Wirklich, ich bin cool mit den Schafen. Es ergibt für mich, es ist eine zusätzliche Einnahmequelle. Für mich hätte halt auf die 3 Personen ein dritter Traktor halt am meisten Sinn ergeben. Aber ich bin cool damit. Wir nehmen dadurch Geld ein. Alles gut. Also ich ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt sage, hier, ich hätte halt nur gedacht, so 3 Traktoren wären halt vielleicht ganz chillig gewesen. Und wir hätten halt... Wieso, wir haben noch Rasenmäher. Ja, nee, alles gut. Wir haben 5 Traktoren, genau. Und 3 Rasenmäher. Nett, die habe ich damit reingedingst.
Nee, alles gut. Freezy, dein Testergebnis. Ja, also ich hatte einen Durchschnittswert von 140 zu 90. Mal natürlich ein bisschen höher, ein bisschen niedriger, aber das wurde dann irgendwie dann zusammengerechnet, so wurden die, haben die das gesagt, so ein Durchschnittswert. Warte mal ganz kurz. Was war dein Durchschnittswert? Entschuldigung, ich hatte es jetzt akustisch nicht so ganz verstanden. 140 zu 90. Okay. Das ist viel zu hoch. Und nö, das ist eigentlich nicht viel zu hoch. Ja, aber es ist zu hoch. Das ist die oberste Grenze, ja. Ja, und jetzt wollen wir gucken. Ich soll das jetzt nochmal längeren Zeitraum machen. Und wenn das dann nochmal ist, dann oder so bleibt, dann gibt es wohl Medikamente. 140 zu 90. Ich hätte mehr gedacht. Ich hätte gedacht, dass du einen höheren Blutdruck hast, weil so klang es das letzte Mal, als du erzählt hattest hier mit dieser Zahl da, wo du nicht mehr so genau wusstest. Ja, ja, nee, aber das war jetzt der. Ich hab's mir extra gemerkt. Durchschnittswert 140 zu 90. Ja gut, das ist obere Grenze. Ist halt eine leichte Hypertonie wahrscheinlich, ne? Ja, da hat er auch irgendwas von gesagt, dass das, also ich hab das nicht, aber es könnte wohl dadurch schnell passieren, ja. Ja, und was heißt jetzt Langzeit? Wie lange soll das dann gehen? Wir wollen jetzt nochmal eine komplette Woche machen. Eine Woche? Ja, der war mit ein paar Daten, sagt er, ja, was hast du da gemacht, was hast du hier gemacht? Ich sag, ja, keine Ahnung, ich sag, weiß ich nicht, was ich um diese Uhrzeit da gemacht habe. Warum? Weil die viel zu hoch waren? Ja, genau. Was waren so die Top-Werte, weißt du das? Nee, das weiß ich jetzt nicht. Ich habe mir nur den Durchschnittswert jetzt gemerkt. Also, ja. Wie war die Nacht? Hat er da was gesagt? Die Nacht war ruhig. Das hat er wohl gesagt. Also nachts merkt man hier, da geht's durch, weil du bist hier, da und da eingeschlafen. Konnte ja wohl auch merken an dem Ding. Ja, ja klar, wenn du einschläfst, ist ja, das siehst du an dem Dings da. Ja. Ja, und dann hat er gesagt, ja gut, hier immer ein paar Mal wach geworden. Ich so, ja, wegen dem Gerät. Ich sag, ich habe mich dann gedreht, und dann ist das Kabel, das ist runtergefallen und sowas alles. Hm. Ja. Ja, ja, das ist normal. Ja, das war's dann. Das ist, ja, das klingt ja eigentlich ganz, ganz solide, so der Plan. Ja. Aber bei 140 zu 90 muss man, also ich würde an deiner Stelle definitiv dranbleiben. Das ist ja jetzt kein utopischer Wert. Aber ich würde an deiner Stelle definitiv dranbleiben und wenn du das Langzeitdings noch machen, gucken, was da dann der Durchschnittswert ist und dann muss man halt entscheiden, ne? Genau, so wird das jetzt auch laufen. Aber ich sag mal so, dann selbst wenn du eingestellt wirst, ist es ja nicht viel dann. Also da brauchst das hat er auch gesagt. Also, genau. Er hat gesagt, vielleicht mal morgens oder abends eine Tablette und dann war es das auch schon. Also er sagte, muss ich mir jetzt keine riesen Gedanken machen, dass ich da so eine Pillendose wie vom 80-Jährigen habe oder irgendwie so. Das hast du sowieso nicht. Ja, das habe ich aber gedacht, dass das auf sowas hinauslaufen wird, weil ich habe, also ich habe davon nicht so viel Ahnung. Nein, ich habe jetzt eine Tablette und das war's. Ja, ja, ich habe jetzt halt gedacht, gut, Herz und bla und blub, da muss man bestimmt dann auch was dagegen nehmen und hin und her und na. Aber nein, ist gar nicht so. Macht er, hat er gesagt, dass er mal so ein Belastungs-EKG oder sowas macht? Ja, das wollen sie wohl auch noch machen. Ja, irgendwas haben sie da gesagt. Also ich muss nächste Woche Donnerstag da nochmal hin, dann bekomme ich so ein anderes Gerät. Nicht dieses, was ich jetzt hatte, was ich da immer aufbläst, sondern was anderes, keine Ahnung. Er sagte was Neueres und dann, ja. Gut, naja, dann hat das ja schon mal eine relativ gute, gibt's ja da schon mal ein relativ gutes Ergebnis. Ja, ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Nee, ich war heute auch beim Arzt Blut abnehmen. Ja, erzähl mal. Es lief unfassbar gut, das Blutabnehmen an sich, weil wir wissen ja, die Nadel in dem Arm sorgt für diverse Komplikationen. Och, Mann. Warte mal kurz, ich kämpfe hier mit dem Holz. Nee, ich habe Blut abnehmen lassen, weil mein Cholesterinwert so ein bisschen nicht hingehauen hat. Also mein gutes Cholesterin nicht. Hatte ich das erzählt? Ja, das hätte ich erzählt, oder? Nee, bin ich mir jetzt nicht sicher, weiß ich gar nicht. Ja, ich kann es jetzt auch gerade nicht mit Gewissheit sagen. Ich auch nicht. Ansonsten war ich heute beim Arzt, weil beim letzten Bluttest lasse alle anderthalb Jahre so ungefähr ein großes Blutbild machen. Und da kam raus, dass mein gutes Cholesterin zu niedrig ist. Warte mal, jetzt erinnere ich mich. Doch, wir zwei haben uns da mal drüber unterhalten. Ja. Also um das Ganze ganz kurz zu machen, es gibt ein gutes und ein schlechtes Cholesterin. Das schlechte Cholesterin ist halt nicht so gut. Und sorgt halt für Ablagerungen in den Arterien und so weiter und so fort. Und das gute Cholesterin ist dafür da, das schlechte Cholesterin sozusagen diese Ablagerung zurück in die Leber abzutransportieren. So, und deswegen sollte das halt immer einen bestimmten Wert haben. Der Wert war bei mir zu niedrig, warum weiß ich nicht. Was sorgt für gutes Cholesterin? Als Beispiel eine gesunde Ernährung, gesunde Fette, gesunde wie Omega-Fette, also Fisch,
Nüsse, Öle und so weiter und so fort. Das ist alles für den gesunden Cholesterin förderlich und so weiter. Ne? So, jetzt war der bei mir aber zu niedrig. Und das bedeutet, dass zwangsweise für mich ein erhöhtes Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko besteht. Weil halt auf Dauer meine Arterien dadurch verkalken könnten. Und um das halt zu verhindern oder abzustellen, musste ich da so eine Tablette nehmen, die den gesunden Cholesterin wieder auf Normalwert bringt. Und die habe ich jetzt 3 Monate genommen, solange reicht halt diese Packung. Und jetzt war ich quasi beim Arzt und habe halt erneut ein Blutbild machen lassen, um zu gucken, ob sich das jetzt eingestellt hat oder nicht. Ob das jetzt quasi gut ist. Und wenn das gut ist, will er die Dosis nochmal runtersetzen. Und wenn es dann immer noch gut ist, wollen wir es wieder weglassen. Und gucken, ob es sich halt normalisiert hat, ne? Also das ist der Plan. So. Deswegen war ich heute beim Arzt. Nochmal Blut nehmen. Okay. Aber ich habe da was anderes machen lassen. Ich habe nämlich so gedacht, wenn ihr einmal beim Arzt bist, ich habe meinen Testosteronwert. Ich habe gesagt, mach mal meinen Testowert bitte. Ja. Einfach, weil ich mal wissen wollte, ich mache ja Sport und ich meine, ich bin ja auch schon, also was heißt schon, ist jetzt Quatsch, aber oh, warte kurz. Ascari, ich kann ihn nicht platzieren, den Schafstall. Warum? Weil wegen der Terraforming und so kostet der über 33.000. Ernsthaft? Ja, dann steht hier, du hast nicht genug Geld. Die Schafweide mit 15 Schafen kostet 26.000. Ich könnte... Ja, das ist Quatsch, das geht trotzdem. Hier steht, du hast nicht genug Geld. Nee, das ist aber ein Bug. Also das ist wirklich ein Bug, also das ist nicht richtig. Ich kann das... Was muss ich jetzt machen? Neu ins Baumenü gehen. Achso. Ah ja. Du willst den bauen für sie? Ich muss nur noch eine Maustaste drücken. Ja gut. So. Wenn du willst, mach du. Kein Ding. Ja, ist gut. Also. Ich muss mich da nicht immer vordrängen. Echt nicht? Nö, weil dann wird es mir wieder vorgehalten. Von Menschen wie dir. So, gesetzt das Ding. Yay. Schafis. So, ich habe gedacht, wir setzen das jetzt hier hin und dann kaufen wir vom nächsten Geld einen zweiten Schafstall und den setzen wir hier so schräg hier so dran. Dann sieht das so aus, als wenn die Weide dazu zugehört. Das ist gut. Ja, ne? Also sprich, wenn wir das Geld wieder haben, wissen wir direkt, es gibt noch einen zweiten Schafstall, ne? Ja. So, welche Schafe hättest du denn ganz gerne? Sollen wir bunten Mix. Ein bunten Mix? Ja, meinst du nicht? Wir nehmen ein schwarzes Schaf, das nennt für Tino. So, willst du die 8 Monate alten oder die 0 Monaten? Ich hätte schon gesagt, dass wir die älteren nehmen, oder? Weil sonst brauchen die ja so lange, bis wir Wolle rauskriegen, oder? Würde ich auch sagen. Was sagt Tino? Ich bin mit allem cool, alles super. Als ob. Du bist nur bockig, weil es Schafe geworden sind. Wieso soll ich denn bockig sein? Weil du keine Schafe wolltest. Was wollte ich denn? Traktor. Ich wollte einen Traktor? Ja. Och du. Ich nehme auch den MB-Trag. Ja, ich habe meinen Rasenmäher. Ich bin fein. Ich schnapp mir mal eben den MB-Track, hol Wasser. Tust du dann mit dem Rasenmäher Wasser rein? Gras rein? Ja, ich wollte sagen, was mit dem Rasenmäher Wasser? Ja, ich bring jetzt, ich hab schon was da. Bring direkt was rüber. Ja. Und wie war so sonst dein Tag, Tino? Wie läuft's so? Gut, also, achso, ja, mein Testowert habe ich eben mitmachen lassen, ne? Ja, erzähl weiter, genau. Testowert, wie hoch ist der? Ja, ich habe heute Blut genommen bekommen. Ach so, ja. Genau, weil ich einfach mal wissen wollte, ob wie der so ist, weil man sagt ja so im Alter wird der, senkt sich ja der Testospiegel. Naja, und ist ja auch ganz interessant, wenn man Sport macht, ne? Ja. Na gut, genau. Und ach so, und warum dann ist der. Ja, weil das ist halt für den Aufbau, Muskelaufbau, ne? Oh, okay. Ja. Und dann habe ich noch einen Tumormarker. Heißt das so? Tumormarker? Bin mir nicht sicher. Ja. Das hat die mir empfohlen, also hat sie gefragt, ob ich das dann mitmachen lassen will. Ich sage, oh, habe ich noch nie gehört. Was ist das? Ja, das ist quasi zur Prostatakrebsvorsorge. Das macht eigentlich, wenn du zum Urologen gehst, ne, und machst quasi die Prostatakrebsvorsorge. Wie meint der Satz, der wie vom Arzt? Kevin, sag sowas nicht. Ich will überhaupt keine Testoaufbaukur vom Arzt, um meinen Maximaltestowert leicht zu übersteigen. Genau, und da gibt es wohl so einen Tumormarker, der da mitgemacht wird und das ist wohl so Prostata. Das kann man wohl übers Blut machen. Mhm. Und da habe ich gesagt, oh, ja, kann ja nicht schaden, mache ich mit.
Ja, wenn einmal dabei sind. So, so, ja, genau, dann machen sie das noch mit. Und das war's erstmal. Also, dass die. Achso, und Kreatininwert, das ist sozusagen, weil ich halt eine sehr eiweißhaltige Ernährung habe durch den Sport, ist das halt der Nierenwert sozusagen, ob das mit den Nieren, weil man sagt halt, dass zu viel Eiweiß halt auf die Nieren gehen kann, ne? Okay. Krebsmarker. Nee, Krebsmarker, das hieß, wie hieß denn das? Ich weiß nicht, irgendwas mit Marker, Tumormarker, diese? Kreatin, nicht Kreatinin. Ich glaube, die hat Kreatinin gesagt, wenn ich nicht alles täuscht, tatsächlich. PSA-Wert? PSA-Wert. Kann sein. Wie gesagt, ich habe es noch nie gehört. Ich kenne mich da auch nicht aus. Ich wusste auch nicht, dass es das gibt. Ich war tatsächlich noch nicht zur Prostatakrebsvorsorge. Ich weiß auch nicht, ab wann macht man Prostatakrebsvorsorge? Ab wann ist das? 45? Also, sieht er. Also, ja gut, dann geht das ja noch bei mir. Obwohl ich glaube, dass man so Vorsorgeuntersuchungen eigentlich immer machen kann, oder? 40 bis 45? Mit 40 bis 45... Ja, da bin ich ja halt, ne? Bei 40. Das ist halt das Ding. Deswegen, ich glaube, das kann man schon mal mitmachen, ne? Warum auch nicht? Wenn es frühzeitig genug erkannt wird, kann man mehr machen, als wenn es schon zu spät ist, ne? Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da halt wirklich so. Viele machen das ja nicht, weil sie Angst vor einem Ergebnis haben. Jo. Aber habt da ja auch Kumpels und so weiter, aber das ist für mich nicht. Wenn es so ist, dann ist es so. Und umso frühzeitiger ich das weiß, umso besser sind meine Chancen bei egal was auch immer, ne? Ja. Und wenn ich es nicht weiß, ändert sich an der Tatsache, dass es nicht da ist. Weißt du, wie? Das ist halt immer so. Ja. Klar, es ist doof, so eine Diagnose will am Ende keiner haben. Das ist immer blöd, aber am Ende. Ja, keine Ahnung. Ich wüsste auch nicht, was ich machen würde, wenn ich so eine Diagnose kriegen würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, da könntest du mich erstmal in die Ecke stellen. Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe keine Ahnung, was ich noch machen soll hier. Ich meine, dann gehe ich jetzt das nächste Feld anlegen. Scheiß drauf. Das Einzige, was du machen könntest, wäre dir den Traktor zu schnappen, Sammelwagen dran. Skadi und ich mähen das hier, bis unser Ding voll ist. Dann lassen wir die Schwart liegen und du sammelst auf. Das würde schneller gehen, als wenn Skadi und ich jedes Mal einen Haufen machen müssen und das nochmal extra andingsen müssen. Ja, könnten wir das machen, wenn wir das Silo leer haben, oder wollt ihr es vorher schon machen? Nee, ja, können wir auch machen. Oder ansonsten gucken wir, warte mal, eben ganz kurz. Mir ist egal, wir können es auch jetzt schon machen. Warte mal, mein kleiner Freund. Was kostet das denn? 25.000. Du könntest auch mal gucken, dass du 25.000 zusammenbekommst und dann holen wir uns das zweite Fahrsilo. Ja, also das zweite Fahrsilo ist wohl gar nicht so verkehrt. Nee, also bei so einer Aktion natürlich nicht, ne, aber das ist zu selten, weißt du? Ja, stimmt, Gras wächst, braucht ja anderthalb Jahre zum Nachwachsen. Verkauf was, wir brauchen Geld. Der außerdem ist auch gleich 12, dann gehen wir ins Minus, das wollen wir ja wohl nicht. Ich überlege gerade, welches Feld noch Sinn machen würde. Boah, die 56 ist echt groß, ey. Ja, jetzt machen wir nicht alles hier mit Gras, Alter. Ja, was soll ich hier machen? Mach doch mal ein bisschen Weizen. Ah ne, wir haben keinen Drescher. Ja, 75.000, 100.000. Für 100.000 haben wir einen Drescher mit Schneidwerk. Soll ich jetzt hier die Schwart liegen lassen oder nicht? Ich lege jetzt das erste Weizenfeld an. So, und zwar für die Hühner. Was kostet dieser Hühnerstall hier, diese Hühnerzucht? Was denn für Hühner? Wir haben eine Hühnerzucht hier. Was kostet die? Du entscheidest hier gar nichts alleine. Hast du mich um Skadi gefragt? Wir haben gesagt, zweiten Schafstall, verdammt nochmal. Merkt ihr das? Wenn du Leuten Macht gibst, dass sie ihr wahres Gesicht zeigen? Merkt ihr das? Wie Menschen ihr wahres Gesicht zeigen, sobald sie was zu melden haben? Brutal, ne? Chat. Brutal. Wirklich brutal. Dash brutal. Hühner hätten mehr Sinn gemacht als Schafe. Nee, Quatsch mit Soße. Hä? Wieso sollen denn Hühner mehr Sinn gemacht? Ach, was sollen Hühner denn bringen? Echt ja so, wie es ist. Ja, vor allem 15 Schafe, die bringen bestimmt, also ich denke mal, die werden in den nächsten 5 bis 6 Monaten bestimmt eine Wollpalette bringen. Muss man das hier kaufen eigentlich? Moment, muss man das kaufen? Animal Stacking. Was ist das? Animal Loading? Oh, Digga. Im LS ist es so dunkel wie ein Bärenarsch. Das ist unfassbar. Jedes Horrorgame könnte sich hier von eine Scheibe abschneiden. Okay, aber wie ist das hier bei dieser Dings hier? Springt man jetzt einfach nur Hühner hierher und das war's? Verstehe ich nicht. Weil dann müssten wir ja den Hühnerstall. Ach so, die Hühnerzucht steht hier schon drin. Ach so, wir haben. Dadurch, dass wir die Grundstücke haben, haben wir die schon. Ja, da müsste halt einfach der Dings mal, der Chat wahrscheinlich mal sagen. Weiß ich, wie eure Meinung dazu ist. Wir haben einen Hühnerstall hier, ne? Mhm. Der ist halt auf dem Grundstück, was wir halt besitzen. Und dadurch haben wir halt diesen Hühnerstall schon.
Ja. Und da wäre jetzt halt die Frage, ob wir den jetzt halt dann auch behalten wollen, ne? Ich überlege gerade, wir haben was denn mit anderen Sachen gemacht, die wir so schon grundsätzlich hatten. Durch den Kauf von allem. Das gleiche geht auch für BGR und so weiter, ne? Was denn da zum Beispiel? Ja, ich weiß nicht. Deswegen, ich überlege gerade, ob wir da irgendwas hatten und wie wir damit umgegangen sind, wenn wir irgendwas hatten. Karin, ne. Weiß es gerade nicht mehr. Ich glaube, wir hatten bis jetzt noch nichts, was das betrifft. Aber es wäre schon interessant, was wir da jetzt machen, finde ich. Das wäre schon interessant tatsächlich, ob wir sagen, also, ich glaube schon, also guck mal, einen Schafstall mussten wir jetzt kaufen, ne? Habt ihr eine Meinung dazu? Geht darum, wir besitzen den Hühnerstall ja schon, ob wir den jetzt so nutzen können oder nicht. Und ich habe halt gesagt, ich weiß es nicht mehr, wie wir es mit anderen Sachen gemacht haben, die wir durch den Kauf der ganzen Bereiche hier, ob wir die Sachen dann nehmen dürfen oder nicht. Das ist halt jetzt die Frage, dürfen wir den Hühnerstall benutzen oder also, nicht? Ganz ehrlich, meine wirkliche Meinung ist nein. Ja, ich gucke gerade, also bei mir wird jetzt gesagt, dass wir nutzen sollen. Ich weiß es tatsächlich nicht so richtig. Bin ein bisschen unentschlossen, was das angeht. Also ich kann es verstehen, dass Freezy sagt nein, weil wir gesagt haben, wir wollen es alles selber aufbauen. Ne? Würden wir auf einer anderen Karte sein, wo das alles noch nicht ist, müssten wir es auch hinstellen. Schwierig. Echt schwierig, wie wir es hier machen. Da gibt es nur eine Möglichkeit, Abstimmung. Ja, würde ich auch sagen. Ja, ja, also meine Meinung dazu ist auch, also, ja doch. Nee, meine Meinung, darf ich die sagen oder ist das wieder Beeinflussung bei mir? Hau raus, deine Meinung. Nee, das ist wieder Beeinflussung, ne? Hau raus, ich hab doch auch meine Meinung gerade dazu gesagt. Ja gut, aber das ist ja nur bei mir Beeinflussung. Ja, weil du das unterschwellig mitmachst. Genau, deswegen frage ich extra lieber vor, ich will nichts mehr falsch machen. Oh, boah, Tino, dann sollten wir ganz von vorne nochmal anfangen. Ja. Nein, komm, was ist denn deine Meinung? Hau raus. Meine Meinung dazu ist, dass wir die Grundstücke verkaufen sollten. Ja. Und das Geld behalten natürlich. Nee, war ein Spaß. Bei mir wurde jetzt noch gesagt, ihr könnt es nutzen, müsstet das Geld aber abgeben. Das, ja, das wäre ein Deal. Wie, was müssen wir? Nochmal. Ja, dann können wir es auch verkaufen und kaufen. Wollte ich gerade sagen. Ja, das wäre eine, ja, dann lasst uns das doch so machen, dass wir sagen, dass wir die Grundstücke quasi kaufen müssten oder das Geld halt haben müssen dafür. Dass wir es nutzen dürfen. Ja, würde das mal, weil sonst hätten wir den Schafstall, der hier verbaut ist, da haben wir ja auch ein Grundstück, das schon uns gehört. Ja. Dann kann das jemand mal, möchte es jemand machen, das verkaufen? Ich weiß gerade gar nicht, welches Grundstück das ist. Da, wo das große Huhn ist. Direkt neben uns. Ach da, ja. 393 Euro am Wochenkonto. 46 ist das. Ja. Hast du gemerkt? Das gibt nämlich 378.660. 393 haben wir auf dem Konto, mehr brauchen wir nicht. Gut, dann ist das einmal verkauft. Dann machen wir einen größeren Flug als sonst. Ich bin mir gerade echt unsicher. Und die anderen Grundstücke mit Schafe und so weiter? Ja genau, das gleiche, ne? Ja, ja, aber wo sind die denn? Na, warte, ich die sind wahrscheinlich an den Höfen, ne? Ja, da an dem einen, wo wir pennen, bin ich der Meinung. Also Schafweide ist da ja, oben. Ja gut, da, aber ich sag mal, wir bauen ja hier unten. Ja. Also da gehen wir ja eh nicht hin, oder? Ja, ich sag jetzt mal, sobald es halt irgendwie Thema wird, dann kann man es ja immer noch wieder irgendwie abgeben. Oder ne, man nimmt es halt einfach, man nutzt es halt einfach nicht, den Schafstall. Also da ist ja auch ein Schafstall mit dran. Machst du uns in dem einen Gebäude. 393? Müssen wir nur einfach nicht nutzen. Muss aber dazu sagen, bei dem Hühnerhof, den ich jetzt verkauft habe, ist halt auch eine Weide mit dran, ne? Du meinst, was für eine Weide? Du guckst dir mal an im Kaufmenü. Da ist halt auch eine Fläche mit bei. Nicht ja, der Hühnerstall selber. Nee, eine Feldfläche ist da dabei. Machst du wieder auf 393? Das Geld? Boah, tut der sich schwer mit dem Flug heute. Wollen wir dann erstmal pennen gehen, dass wir wieder ein bisschen Tageslicht haben? Ja, gerne. Gerne, gerne. Ich glaube, das wäre ganz gut. Wie viel hatten wir? 393, ne? Ja. Oh, ist das ein Krampf hier, ey. Der packt das einfach nicht. Der ist einfach zu schwach auf der Brust. Wirklich zu schwach auf der Brust. Mann. Ich würde ganz gerne 2 oder 3 Vorgewände fahren, bevor wir Bahn ziehen. Muss ich jetzt hier auf den Haken oder wo? Zahl angeben, Enter drücken. Ach so. Ich habe einen Haken gesucht. Ja gut, komm, dann gehen wir pennen, oder? Hä? Ja. Wir gehen erst um 20 Uhr pennen. Ja, aber ich sehe hier nichts mehr. Ja, dann schlaf. Ja, mach doch, du bist heute Commander. Jo, dann let's go. Bis 8, ne? Nee. Bis 7? Mach bis 7, ja. Jetzt gehen wir ins Minus. Meinst du? Ja, doch. Ja. Mit ziemlicher Sicherheit sogar. Wegen den Unterhaltungskosten.
Ein Tausender Minus. Das ist aber schlecht. Aber der Bunker ist fertig fermentiert. Der ist schon fertig? Ja, stimmt. Um 3 Uhr nachts war das ja. Das kommt jetzt gut. Was denn? Oh ja, wir können das Silo öffnen. Kann jemand verkaufen, fahren wir den Morg. Das müssen wir gleich machen. Wir haben einen absolut bombastischen Silagepreis. Ich komme gedüst. Ich komme gedüst mit dem Schlepper. Oh, wir haben richtig Kohle. Oh, jetzt machen wir Geld. Jetzt machen wir richtig Geld. Siehst du. Mit den Erdbeeren, mit dem Silo. Also, jetzt müssen wir 60.000, 70.000 müssen wir. Also, so auf 60.000 müssen wir kommen. Oh, scheiße. Ernsthaft? Wie geil, Skadi. Dann kriegen wir direkt noch den zweiten Schafstall. Ja, ey, geil. Ja, cool. Freue mich auch drauf. Ja, geil. Ich wollte gerade sagen, dann kommt jetzt ja Position 2, der Trecker. Nee, aber hey, wir haben 97 Liter Wolle produziert über Nacht. Ja, siehste? Geisteskrank, Leute. Geisteskrank. Richtig gut. Ey, 83 Euro haben wir gemacht über Nacht mit dem Schafstall. Finde ich gut. Siehst du? Richtig gut, ne? Also, jetzt habt ihr mich. Zweiter Schafstall läuft. Nein, jetzt habt ihr mich. Also, jetzt habt ihr mich wirklich. Das ist... Ich wusste nicht... Ich hatte es nicht auf dem Schirm, habe lange keine Schafe gemacht, nur in meinem 0-Euro-Projekt habe ich auch 150 Schafe. Aber, nee, klar. Ja, 150 haben wir hier auch bald, wenn wir nochmal Ställe bauen. Ja klar, noch 10 Ställe und dann easy, ne? Ja, deswegen. Ja, finde ich auch. Okay, haben wir das jetzt richtig verstanden? Ich glaube, ja, Freezy, ne? Tino möchte gerne noch 10 Schafställe, sind wir dafür, gell? Nee, ich mache einfach nur, ich mache einfach nur das Sinnlose, was ihr macht, mit. Ach so. Nein, so meinte ich das gar nicht. Ja, natürlich. Ich sehe den Sinn nicht in... Also, passt auf, ist ja in Ordnung. Wenn man Schafe, machen wir Schafe, ist ja kein Problem. Dafür, guck mal, dafür ist es doch ein Gemeinschaftsprojekt, wo wir die Community mit einbeziehen. Und wenn alle sagen Schafe, ey, dann ist doch voll cool, dann bauen wir Schafe. Das ist doch überhaupt kein Thema. Es ist doch... Es soll ja Spaß machen hier, ne? So. Dass der Sinn dahinter nicht so richtig gegeben ist, Schafe zu bauen, weil sie uns nichts bringen, wie wir jetzt gerade sehen, ist doch ein anderes Blatt Papier. Wir haben es gemacht und gut ist. Aber es muss noch mal eben betont werden. Das müssen wir nicht betonen, das ist offensichtlich. Nee. Was? Nicht offensichtlich. Klar, ist offensichtlich. Ach. Natürlich. Na, 87 Euro über Nacht. Ja, was denn? Was ist denn da nicht offensichtlich? Ja, die sind ja noch gar nicht mal warm gelaufen, die Schafe. Lass die doch mal. Achso. Ja, laden ihre Wolle noch auf. Nee, aber du weißt, was ich meine. Nee, du hast natürlich recht. Die Schafe müssen natürlich erstmal, die müssen natürlich erstmal in Form kommen, ne? Ja, ja. Ja. Was haben Schafe für eine durchschnittliche Lebenserwartung, Chat? Das ist eine gute Frage. 8 Jahre? Oh, das ist aber ungünstig, weil dann brauchen wir neue Schafe. Im Durchschnitt leben Schafe 13 Jahre. 13 Jahre? 10 Jahre? Laut Wikipedia. Ja, perfekt. Dann sind sie ja direkt zur Amortisierung tot. Das passt ja ungefähr. Ja, und dann kannst du es wieder verkaufen. Hast du ein plus minus null gemacht. Das hört sich nach einem guten Geschäft an. In 12 Jahre. Abzüglich jetzt der Inflation über die Zeit und einen anderen Frage, Sachen. Ne, das Futter. Schert man die Schafe auch wirklich bis, ne, bis sie 12 Jahre alt sind? Ach, das, Quatsch. Oder sagt man so, ab 9 Jahren ist die Wolle halt, ne? Ja, macht man nicht mehr und so. Ich würde die ein bisschen rasieren, solange wie es geht, und dann gehen sie ab in den Döner. Schafdöner hat auch was, denke ich. Manche Döner gibt's mit Lammfleisch. Also Lamm generell halt. Ja. Okay, Lamm ist das Baby, ne? Ich glaube. Ja. Okay, das bringt nichts da. Gamescom. Ja. Ja, wie war denn die Gamescom für euch? Interessant. War ja das erste Mal. Das erste Mal einen Tag warst du, ne? Genau. War schon cool, es mal so gesehen zu haben. Also... Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich damals noch jünger war oder so, aber vor ein paar Jahren war die Gamescom irgendwie cooler. Also ich habe letztes Mal geguckt, mein ältestes Ticket, was ich gefunden habe, war von 2015. Okay. Das war vor 9 Jahren, war ich das erste Mal auf der Gamescom. Das ist schon crazy. Ja, vor 9 Jahren war ich das erste Mal auf der Gamescom. Das ist echt verrückt. Genau, aber ja, erzähl doch mal von der Gamescom. Sky, du warst das erste Mal dort, dann erzähl doch mal, was fandst du denn besonders, oder was hat dich denn besonders gefallen? Die Cosplays. Das fand ich cool, weil du hast manche wirklich gehabt... Wahnsinnig aufwendige Kostüme und das fand ich schon cool, das so mal live dann auch zu sehen. Sonst siehst du es ja auch immer nur bei Videos und so weiter. Ich habe sogar einen gesehen auf Stelzen. Fand ich total krass. Mhm. Der mit dem roten Panzeranzug da?
Nee, der war komplett in Grau. Also es war auch, ich sag mal so, soldatenmäßig in Grau, aber da war nichts Rotes mit bei. Also dann waren also wahrscheinlich zwei sogar da. Wenn du noch jemanden in Rot gesehen hast. Ja, ich habe den von Warhammer da gesehen, in Rot, ja. Okay, nee, das habe ich nicht. Also wie gesagt, meiner war offen, ich würde es mal sagen, Soldat. Weiß auch nicht aus welchem Spiel, hat mir nichts gesagt. Aber das Kostüm, das war halt in Grau, Metallic. Ja, und das war schon, ja, das fand ich echt spannend. Und ich fand es halt auch cool, wo du halt so, ne, die ganzen Spiele, die du halt so anspielen konntest. Und was ich halt auch sehr krass fand, wie bei manchen die Leute halt wirklich angestanden haben, wo halt auch mir dann später gesagt wurde, ja, teilweise musstest du wirklich 2 Stunden oder so warten, dass du dann 5 Minuten das Spiel anspielen darfst. Zwei? Wurde mir gesagt, ja. Es war Fachbesucher, ich wollte Space Marine 2 anspielen. Ich hätte für 10 Minuten spielen, stand da ein Schild, ab hier noch 6 Stunden. Ernsthaft? Am Fachbesuchertag, ich habe gedacht, das soll ja wohl nicht wahr sein. Was, 6 Stunden war das da? Ja, ja. Bei Space Marines? Und dann habe ich zu Schwabe gesagt, ich so, Schwabe, Wäre jetzt meine Frage, standen da Leute wirklich an? Ja. Da stand ein Schild mit 6 Stunden. Da stand ab hier noch 6 Stunden. Und bis dahin standen Leute, das war ja der Grund, warum da das Schild stand. Weißt du wie? Oder was meinst du jetzt gerade? Ja, nee, ich meinte gerade Freezy, ob er, also ob da wirklich auch Leute gewartet haben. Ja, ja, da haben einige gewartet. Oh, also, ne, wo du von ausgehen kannst, okay, werde ich jetzt 6 Stunden hier stehen. Ja, also die, da standen einige, ja. Krass. Also da hätte ich keinen Bock drauf. Ich hab, also verstehe ich auch die Menschen nicht, die das machen. Du kaufst dir ein arschteures Ticket für, ich weiß nicht wie viel, um dann auf Gamescom Schlange zu stehen. Sei mal ehrlich. Na gut, aber denk mal an irgendwelche Freizeitparks, wo du in irgendeiner Achterbahn, ich sag mal, wo die Fahrt ja auch ne, nicht ultimativ lang ist, wo du halt auch teilweise mehrere Stunden wartest, um da einmal mitzufahren, ne? Na okay. Fastpass. Das ist ein Argument. Deswegen kaufe ich mir immer diesen Fastpass in so Freizeitparks. Es lohnt sich einfach. Gab's sowas für die Gamescom auch, wisst ihr das? Ja. So, dass du da... Also, die ich vordrängeln darf, sag konntest, ich mal. Du konntest die Entwickler anschreiben und hättest da was bekommen, okay. Das wusste ich aber nicht. Ich habe dann von einem Netzwerk für so ein Spiel einen Fastpass bekommen. Den habe ich vorgezeigt, hat gesagt, alles klar, komm mal mit. Und da war auch ein extra Bereich für die Fastpass-Leute. Ja. Da konntest du dich dann das Spiel spielen. Wann hat, ja, wie heißt die denn jetzt mal, diese Kunsch-Kitty oder Kunsch-Kitty oder wie heißt die? Kunsch-Kitty. Ja, wann hat die nochmal da im Business-Bereich gestreamt? Weiß ich nicht. Ständig, jeden Tag? Ich meine auch, ne? Ja, generell waren ja viele jeden Tag online. Also viele, die jeden Tag gestreamt haben. Da gab es Beschwerden, ne? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja. Ja, Jen hatte sich ja... Hat er gesagt, möchte sie nicht, wer? Ne? Ja. Und dann wird sie dafür auch noch gehatet, was wer? Ich nicht verstehen kann. Jen. Das ist die Freundin von Milchbaum oder die machen viel zusammen. Ja, ich kenne die. Ja, genau. Und sie hatte also ich habe es auf TikTok halt nur gesehen. Ja, dann sind wir im Businessbereich, um zu chillen und einfach mal zu chillen und alle rennen die Creator Lounge. Ja, ja, und alle rennen da rum mit Livestreams und dann wurde sie wohl angesprochen, ob sie, da hat sie wohl irgendeinen Streamer so gefragt, störe ich? Und dann hat sie gesagt, ja, ich möchte jetzt meine Ruhe hier, bla bla. Und sie hat dafür Hate gekriegt. Warum ja, das war doch die Kanji-Kitten, die sie da gefragt hat. Okay. Ja, ja, die war das. Das wusste ich jetzt nicht. Da haben sich wohl auch dann noch andere Streamer gemeldet, die gesagt haben, es war nervig. Wir wollten einfach nur ein bisschen Ruhe, um da zu chillen und trotzdem ist da jeder live rumgerannt. Wenn sie live gehen wollten, dafür gab es die Boxen, warum sind sie da nicht reingegangen? Obwohl Jen auch gesagt hat, die beiden hätten wohl hinterher nochmal geschrieben. Und da hätte Kanji halt auch gesagt, also sie ist da jetzt nicht böse drüber oder so. Ne? Also es war für sie vollkommen fein, auch in Ordnung, dass sie gesagt hat, nee, ich möchte jetzt gerade nicht. Also sie war jetzt nicht böse oder so. Ja, ja, von ihr hat es auch kein Held gekriegt, sondern von den Zuschauern. Wieso hast du nicht ja gesagt, wie unhöflich bist du und so blabiblub, ne? Wo ich mir dann einfach so denke, Digga, du rennst den ganzen Tag auf für Gamescom rum, hast Auftritte hier, da, bla bla bla. Und wenn du dann mal eben 20 Minuten für dich hast, dann sollen die Leute die auch in Ruhe lassen. Weißt du, wie ich meine? Aber ja. Ich weiß, also ich sage es mal so, wenn man einfach hingeht und fragt, darf ich kurz stören, das finde ich nicht schlimm. Weil wenn du dann sagst, nee, passt jetzt gerade nicht und dann gehen die Leute halt auch sofort. Ich meine, klar, ich weiß, was sie meinen, weil sowieso die ganze Zeit schon die Kamera an ist. Wenn du gefragt wirst, bist du ja schon quasi mit drauf und natürlich merkt man dann auch deine Reaktion. Ja, ist halt schwierig. Ich hätte halt gesagt, sowas wäre vielleicht ganz cool, wenn man da irgendwie in der Lounge nochmal so ein bisschen so im Bereich so absolut, ne, hier ist komplette Ruhe und wenn du dich weiter vorne aufhältst, dann da darfst du noch mit demjenigen sprechen. Das, so, weißt du, wie ich meine? Das wäre eine gute Idee, ja, ja, genau. Das würde ich feiern. Ich sag jetzt mal, draußen zum Beispiel, da wo ja auch die Raucher dann unterwegs waren, hältst du dich da auf, dann kann es passieren, dass man dich anspricht. Bist du drin in dem Bereich? Ja, eher nicht. Ja. So.
Ja, das stimmt, ja. Ja. Weil ich jetzt die Aufregung nicht so ganz nachvollziehen kann. Also, naja, sie fragt, sie sagt, nee, alles cool. Also, ich war mehrmals, ich war täglich im Creator-Bereich, mir ging dort keiner auf den Sack. Und die, die gestreamt haben, waren mir eigentlich auch relativ latte, weil, ja, die haben halt ihr Ding gemacht und so, fertig. Ja, ja. Also, mir war das eigentlich Wumpe. Ja. Wenn, klar, wenn sie dich ansprechen, aber dann sagst du halt, nö. Also, finde ich auch von der Gender okay, wenn sie da sagt, nö, ja, will ich nicht, ist voll also, cool. Ich denke auch, das ist dein gutes Recht zu sagen, will ich nicht, ne? Dieses, ach, naja, generell so, wenn da, dass man dieses rumgehatet dann immer, das verstehe ich generell nicht, das ist mir eh zu hoch. Gut. Aber, ja, ich würde sagen, das war unsere Gamescom, oder? Ja. Viel mehr gab es gar nicht so, oder? So, über was man jetzt unbedingt berichten soll, könnte. Nö. Bei mir nicht. Nö, bei mir auch nicht. Na gut. In diesem Sinne aber vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder am Samstag. Danke, dass ihr dabei wart. Schaut gerne, wie gesagt, mittwochs auch im Livestream vorbei. Gerne bei Freezy und Skadi auch. Und wir sind erstmal raus. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüssi.